Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Video von mir. Und zwar hat mich heute ganz tolle Post erreicht. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Und zwar ist das eine Ü-Post, wie man hier sieht. Also da sieht die Adresse. Das ist eine Ü-Post für mich. Sie hat sich ganz viel Mühe gegeben, auch den Umschlag zu verschönern. Mit, ich schätze mal, Washi-Tape ist das. Und mit einer ihrer Stanzteile sehe ich nämlich schon. Ach so! Ich habe ja noch gar nicht gesagt, von wem diese Ü-Post ist, und zwar von der lieben Lena. Ihren Kanal werde ich euch natürlich unten in die Infobox verlinken. Da könnt ihr ja mal vorbeischauen, wenn ihr nicht sie eh schon abonniert habt. Und ansonsten würde ich sagen, ja, rede ich nicht weiter um den heißen Brei und würde ich sagen, gucken wir einfach mal rein. So, ich drehe sie mal um. Jupp. Ja. Ui, so, ich habe es geschafft. Ui, da kommt mir schon das erste entgegen. Oh, Bastelsteine, Sternchen. Ah, ich mag das, wenn es so glitzert und so funkelt. Ich habe davon auch Blümchen und da passen die Sterne natürlich perfekt. Ich finde die voll schön. Und ja, Dankeschön. Auf jeden Fall alles richtig gemacht. So, dann haben wir als nächstes. Ui. Ah, Pink. Pink und Rosa ist immer sehr gut, sieht man das? Ja, also, das sieht jetzt irgendwie rot aus, aber der Stift ist pink mit so rosa. Sehr gut, sehr schöne Farben. Sie hatte mich auch gefragt, welche Farben ich gerne mag, und da hat sie voll ins Schwarze getroffen. Sehr schön, Dankeschön. Na, eins nach dem anderen. So, dann haben wir Schaumstoffsticker. Ich tue mal den Briefumschlag ein bisschen aus dem Bild legen, glaube ich. Ich brauche noch ein bisschen Platz. Der fühlt sich nämlich ziemlich dick an. Ja, wir waren hier Schaumstoffsticker. Sehr niedlich. Oh, schaut mal, Koala-Bärchen. Oh, da seht ihr mich auch ein bisschen. Hallöchen. Hier Koala-Bärchen, voll niedlich. Ein Rehkitz. Ein Känguru. Oh, total süß. Das Nilpferd ist auch cool. Und ja, perfekt. Dankeschön. Dann haben wir als nächstes. Ui! Oh, die sind ja knuffig. Oh, ich liebe Katzen. Oh, das ist so kawaii-mäßig. Oh, die sind ja toll. Die kenne ich überhaupt nicht. Oh, total süß. Seht ihr die? Oh, da freue ich mich wirklich richtig. Dankeschön. Oh, perfekt. Ja, sie weiß, dass ich eine Katze habe, weil sie guckt ja auch meine Videos und meine Yuna ist ja so der Star auf meinem Kanal. Und da passt das natürlich hervorragend. Super, super. Klasse. Dann haben wir als nächstes Wackelaugensticker. Die habe ich sogar gar nicht. Auch wieder Kätzchen, Häschen. Das ist immer so lustig, wenn die Augen herumwackeln. Ah, Alpaka. Das ist, glaube ich, ein Alpaka, oder? Könnt ihr mir ja mal sagen, ob das ein Alpaka ist? Ich glaube schon. Dann ein Hündchen haben wir noch. Ein Hühnchen. Entchen, oh, wie süß. Dankeschön. Mein Gott, das hört ja gar nicht auf. Ja, dann haben wir hier meinen ersten Brief für mich. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das vorlesen darf. Ich lasse das mal lieber. Erstmal, ich lese den dann mal für mich alleine. Ansonsten kann man ja immer noch dranhängen oder so. So, dann nehmen wir mal das. Ah, dann haben wir eine Karte mit Kussmündern. Auch, ah, die Farben sind so toll. Die sieht wirklich sehr schön aus. Die tue ich dann auf jeden Fall in meinen Filofax. Gut, es ist kein Filofax, aber ihr wisst, was ich meine. Da tue ich sie auf jeden Fall rein. Die ist voll schön. Und ja, bitte hier küssen. Ja, nee, da küsse ich jetzt nicht. Aber voll schön, Dankeschön. Und wenn ich, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier jetzt richtig sehe, dann haben wir hier noch ein bisschen Papier. Oh, ganz tolle Farben. Haben wir hier Herzchen. Herzchen gehen ja bei mir immer. Und ja, wirklich schön, das so Motivpapier. Klasse, Dankeschön. Oh, und dann, ja, sehr gut. Schmetterlinge. Schmetterlinge sind auch sehr schön. Huch, jetzt hat es ein bisschen hinterhergehangen. Auch sehr schön, wirklich klasse. Hast absolut meinen Geschmack getroffen. Das muss ich wirklich sagen. Klasse. Und dann haben wir noch zweimal, Moment, so, zweimal dieses hier. Das sieht auch cool aus. Punkte gehen ja auch immer. Das ist auch was sehr Neutrales. Ich lege das mal hier hin.
Ach Gottchen. Wow, du hast ja eine Wahnsinns-Ü-Post gemacht. Also wirklich eine Riesen-Ü-Post. Oh, ist ja Wahnsinn. So, dann haben wir hier noch ein paar. Ich denke mal, das sind Faltpapiere. Ja, das ist sehr gut. Ich hatte mir noch keine mitgenommen, aber ich wollte mal so Briefumschläge machen, so kleine, für Scrapbooking. Und da passen die natürlich wirklich super, als ob du es gerochen hättest. Wirklich klasse, super. Dankeschön. Ich weiß gar nicht mehr, wohin. Machen wir mal hier an die Seite. Dann haben wir noch ein bisschen Motivpapier. Haben wir einmal blau mit, ich glaube, Blümchen sind das. Ja. Die mache ich jetzt mal ein bisschen schneller, weil das sind nämlich ganz viele. Oh, das ist auch wahnsinnig schön. Ich mag diese Muster. Gelb ist jetzt nicht ganz meine Farbe, aber das Muster ist wirklich klasse. Dann haben wir hier so extra für den Frühling, Sommer, würde ich sagen. Regenschirme. Das passt ja jetzt in den April, ne? Der April, der April, der mäht, was er will. Passt es sehr gut. Dann haben wir hier, das ist hellblau. Wow, Wahnsinn, wie viel du da reingetan hast. Hey, ist ja verrückt. Ich meine, ich freue mich natürlich, aber ja, hättest du nicht machen brauchen, weil das ist ja wirklich wahnsinnig viel, ja. Haben wir einmal dieses mit Autos. Ach so, dann haben wir dieses hier. Sehr schön, das sieht auch toll aus. Ui, dann haben wir Streifen. Rote Streifen. Dann haben wir Grün. Ja, okay, ich mache das jetzt. Ich nehme die jetzt mal in die Hand und mache das mal ein bisschen schneller, weil, ja, das sind doch schon einige, wie ihr seht. Und sonst brauche ich, glaube ich, ewig. Das ist auch wahnsinnig schön. Das gefällt mir auch sehr gut. Da haben wir hier Grün. Und, huch, das sind so Grüntöne. Das sieht auch toll aus hier. Ich mag das, so ein Geschnörkel und, ha, die finde ich toll. So, dann hätten wir diese. Jetzt sind wir so in der Grünphase. Ah, da haben wir noch ein paar Unifarbene. Das sind alles so Faltpapiere, glaube ich. Also zumindest so von dem, huch, von dem, ja, Anfassen her kann man da ganz schöne Umschläge draus falten. Da wirklich super. Habe ich noch wirklich absolut gar nicht. Das ist wirklich klasse. Jetzt kann man so ein bisschen. Naja, weihnachtlich wollte ich jetzt sagen, das stimmt aber auch nicht so. Oh, ganz, ganz toll. Oh, das ist auch wunderschön, schaut mal. So Gold. Und Weihnachtsvögelchen. Ja, super, ich danke dir. Also wirklich klasse mit den Faltblättern. Ui, was haben wir da? Oh, Glitzer. Oh, Glitzer geht immer. No. Ich schalte dich. Ah, jetzt. Flitter. Oh, das sieht ja wahnsinnig schön aus. Schaut euch das an. Ultra fein. Das ist so, ist das so Gold-Kupfer, würde ich sagen. Wow, klasse. Die Farbe habe ich auch noch nicht. Super, ich danke dir. Wirklich klasse. So, jetzt haben wir hier noch was Eingepacktes. Schauen wir mal, was da steht. Eine ganz kleine Ü-Post für dich. Hoffe, es gefällt dir. Einfach als Dankeschön, dass es dich gibt. Och, total süß. Ich eine kleine Ü-Post, naja, das ist aber schon einiges. Als klein würde ich das nicht betiteln. Aber ich würde sagen, ja, da steht nichts dran, deswegen packen wir das einfach mal aus. Jetzt bin ich natürlich wahnsinnig gut vorbereitet, denn ich habe keine Schere. Ich muss mal kurz pausieren, Moment. So, da bin ich wieder. Aber eine Schere habe ich jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt leider ein Cuttermesser nehmen. Ich hoffe, dass es nicht kaputt geht. Weil ich die Scheren schon eingepackt habe und das habe ich gerade noch gefunden. Das habe ich ja von der Hohe. Uiuiuiui. Guckt gar nicht hin am besten. Ich muss das mal kurz wegnehmen, weil ich Angst habe, das kaputt zu machen. Also da hast du es auf jeden Fall gut gemacht mit einpacken. So. Sehr gut. Ich habe es geschafft. Ui, was ist das denn? Wow. Ui! Das ist ein Pocket Letter. Wow, das ist ja Wahnsinn. Ist ja super. Und schaut euch das an. Ganz tolle Farben. Oh, schön. Mit Eulchen hat sie verwendet. Weil ich mag auch gerne Eulen. Wirklich wahnsinnig schön. Oh, das ist mein erster Pocket Letter, den ich bekommen habe. Ich freue mich wirklich wahnsinnig. Oh, wirklich toll. Schaut euch das an. Er ist auch wirklich sehr, sehr schön geworden. So zum Thema Eulen und Blumen.
Da hat sie noch Steinchen hingesetzt. Wow, wirklich Wahnsinn. Ja, meine Süße, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen. Also, das ist wirklich ein Wahnsinnspaket. Also, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Und auch der Pocket Letter, wirklich, ja, wirklich, wirklich toll. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Das muss ich wirklich sagen. Und ja, den Brief werde ich für mich alleine lesen. Und ja. Ja, oh, ja, ich danke dir und oh, ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut. Du hast mir eine große Freude gemacht. Und ja, den anderen danke ich auch fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss. Ihr Lieben, ich habe noch was zu sagen. Und zwar muss ich das einfach zeigen, weil das ist Wahnsinn. Also, ich bin richtig sprachlos. Also, als ich den Brief aufgemacht habe, also das hier, wo drauf stand, mein erster Brief für dich, dachte ich, gut, das ist jetzt privat und deswegen wollte ich das nicht vorlesen. Aber ich muss euch das zeigen. Also, den Brief werde ich euch auch nicht vorlesen, aber ich muss euch das zeigen. Ich denke, das kann ich zeigen. So, ja, als Flipbook hat sie auch erwähnt. Und du hast mir eine wahnsinnige Freude gemacht. Ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst, dass du nicht so kreativ wie andere bist. Denn ich zeige euch jetzt mal, was sie gemacht hat. Und wow, das ist das Flipbook von vorne. Total süß. Also wirklich süße. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass du nicht so kreativ bist oder so. Aber schaut euch das an. Das ist also schon von außen total süß. Und jetzt mache ich das mal auf und schaut mal. Hoppla, oh. So, da sind auch noch kleine Eulchen. So und so. Schaut euch das an. Und da sagt sie, sie ist nicht kreativ. Also ich finde, das ist wirklich wahnsinnig schön geworden. Also die Post lese ich natürlich nicht vor, aber wirklich, wirklich. Super süß. Ja, also ich glaube, so viel Mühe hat sich noch nie jemand gegeben, mir Post zu schicken. Das ist wirklich, ja, die schönste Post, die ich hier bekommen habe. Das muss man einfach mal so sagen. Und ja, ich, also die Karte, also beziehungsweise das Flipbook und der Pocket Letter und natürlich auch die Goodies, das ist ganz klar, wirklich wahnsinnig schön. Und ja, einfach nochmal ein großes, großes Dankeschön, meine Süße. Und ja, ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut. Ja, so das wollte ich nochmal zeigen und dazu erwähnen. Und ja, jetzt bin ich aber weg. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.